Los, tu was Vernünftiges und such deine Schwester, ja? Sie spielt am Tor des Grabhügelfeldes. Vergiss nicht, du hast ihr das Geburtstagsgeschenk noch nicht gegeben. Sag nicht, du hättest noch keins für sie. Tja, diesmal hau ich dich nicht raus, mein Sohn. Ich sag dir was. Du bekommst ein Goldstück für jede gute Tat in und um Oakvale. Das sollte für ein Geschenk eigentlich genügen. Bewegung und schön Ärger aus dem Weg gehen. Ich hab Rosie verloren. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Ich muss heute ihre Füllung wechseln und ich kann sie nicht finden. Hilfe, bitte. Sie ist ein hübsches kleines Bärchen mit einem blauen Flecken auf dem Fellrücken. Wenn ich etwas über dein gutes Benehmen höre, gebe ich dir Geld für das Geburtstagsgeschenk deiner Schwester. Komm her, mein kleiner Kürbis. Oh, troll dich! Wir haben zu tun! Oh, komm her, kleines Vögelchen. Das Gerenne bringt dich noch früh ins Grab. Wirklich? Gibt es eine Geburtstagsparty für deine Schwester? Hallo Junge, ich bin Händler. Ich ziehe herum und kaufe und verkaufe Waren. Besonders so netten Leuten wie dir. Ein kleines Mädchen sagte, ihr hättet eine Schwester und die hätte Geburtstag. Anscheinend hast du noch kein Geschenk für sie. Zufällig habe ich hier eine Schachtel mit leckeren Süßigkeiten. Die erfreuen garantiert jede Schwester. Und das für nur 3 Goldstücke. Leider scheint euer Beutel etwas leer zu sein, junger Herr. Ich will doch nur 3 Goldmünzen. Vergiss nicht, dein Vater gibt dir Geld, wenn er gute Neuigkeiten über dich hört. Wo steckt mein treuloser, fauler Mann? Ist bestimmt wieder bei so einem Weibsbild. Ich mache ihm den Haushalt, erziehe seine Kinder und was habe ich... Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest. Wirklich? Also aus dem mache ich Balverine-Futter. Danke, junger Herr, für die Information. Warte, bis ich den Lump in die Finger kriege. Blöder kleiner Idiot! Holt ihn weg von mir! Hilfe! Er geht durch die Stadt und verhaut alle, die kleiner sind als ich. Aber du siehst kräftig aus. Was willst du? Ich hab gerade mit... Er hat mit meiner Schwester und ihrem blöden Teddy gespielt und das hat mich genervt. Jetzt gibt er ihn mir nicht, weil ich gesagt habe, ich würde seinen blöden Kopf abreißen. Ich hab ihm gesagt, wenn er nicht tut, was ich sage, mache ich ihm die Hölle. Was? Was tust du denn da? Tut mir leid, ich lasse ihn in Ruhe. Aber bitte hau mich nicht mehr.
Danke sehr. Hier, kümmer du dich um Rosie. Bei dir ist sie sicher. Viele schöne Sachen. Du hast Rosie. Komm, Rosie. Oh, dem Himmel sei Dank. Hör mal, Junge, kannst du... Ich muss mal dem Ruf der Natur folgen. Bleib hier und bewach diese Waren für mich, ja? Stell dich einfach zwischen die zwei Stapel und reg dich nicht vom Fleck. Ich leg ein gutes Wort für dich an. Also, es dauert... Mein Vetter sagt, in den Fässern dieser Lagerhäuser könnten tolle Sachen sein. Schnell, zertrümmer die Fässer, während er weg ist und guck rein. Falls du keine Angst hast. Falls du nicht nur eine große Heulsuse bist. Komm schon, wir zerdeppern was. Willst du nur wie eine Statue da rumstehen? Gut sein ist doch so langweilig. Würdest du nicht lieber was zerdeppern? Los, wir haben noch Zeit, bis er wiederkommt. Du bist ja so ein Langweiler. Nein, dann tu eben deine dummen, guten Taten. Ausgezeichnet. Danke, Junge. Du hast mir einen großen Gefallen. Ich sag deinem Papst...